Jo Leute, was geht? Auch mal alles cool bei euch? Ja, moin Leute, willkommen zum neuen Vlog. Heute mal hier vom, wir sind am Hauptbahnhof. Steve ist in Berlin. Steve, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Was hast du gemacht hier in Berlin? Gestern gekommen, heute hörst du schon wieder? Ja, ich bin eigentlich nur wegen einem Job hier gewesen. Und es war sehr informativ bezüglich Thema YouTube, Thema Jugendarbeit mit Medien allgemein. Ja. Und und wir sind jetzt hier, haben uns wieder um alte Zeiten wieder... Oh, wir haben jetzt mal festgestellt, wir kennen uns jetzt auch schon 2 Jahre, ne? Ja, also 2 Jahre. Also, wie die Zeit vergeht, das ist Wahnsinn. Ja. Steve hat mir damals ja mein Intro gemacht, das zweite. Und... Damals hatte es irgendwie 60 Abonnenten damals gehabt und ich 100 oder 200 oder sowas. Du hast 200 gehabt. Ja. Irgendwie sowas aus 200. Und ja, kannst mich ja erwähnen, in die Videobeschreibung reinpacken und so. Und jetzt. Ja. Du musst gleich noch ein Selfie machen, um mich da verlinken, bitte. Ja, das machen wir. So, ja. Wenn man so bedenkt, 2 Jahre ist eigentlich eine kurze Zeit, aber es hat sich angefühlt wie 10. Also wenn ich mal überlege, wenn ich mir jetzt so Videos von vor 2 Jahren angucke und so überlege, das fühlt sich echt an, als wenn das schon 5 Jahre her ist. Aber irgendwie die Zeit vergeht so fucking schnell. Wir haben jetzt schon Juni, ja. Das Jahr ist schon wieder halb vorbei. Wenn ich so überlege, der Typ, der ist jetzt in 3 Wochen und der ist schon wieder ein Jahr vorbei. Das ist Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Und da hat es noch den... Scum Talk oder wie hieß es nochmal? Oh ja, Short Talk. Short Talk, ja. Oh yeah. Ja, haben wir jetzt wieder eingeführt hier den Short Talk. War ja gestern noch mit ein paar anderen dort bei Habibi, wo du auch noch deinen letzten Dreh hattest. Stimmt. Was du nie veröffentlicht. Stimmt, das muss ich erzählen. Das war nach dem SpongeBoss Part 3, was eigentlich Part 3 werden sollte. Und da meinte er, ja, lass doch einen Short Talk machen. Kamera ist mitgenommen und er hat irgendwie eine halbe Stunde an dem Ton rumgefummelt. Und warum hat es letztendlich nicht geklappt? Weil der Ton scheiße war. Ja, es ist so. Fummelt da eine halbe Stunde an den Ton rum. Ja, es war und zu weit weg. Mit Kopfhörer und wiki. Und und dann. Es war zu weit weg. Weit weg. Ja, gut, wenn das Mikrofon 30 Meter vom Tisch entfernt steht, dann. 30 Meter. Ja, dass man das dann nicht hören kann. Ja. Nee, aber wenn man so bedenkt, wir haben eigentlich viel erlebt. Es ist eigentlich viel passiert. So wie auch bei dir, so wie bei mir. Ja. Und ich muss wirklich sagen, es hat uns ja auch ein bisschen geprägt. Weil wir haben uns ja kennengelernt. Jetzt musst du so eine Träne einbauen. Jetzt. Ja, die ist doch da, die bräuchte ich nicht einbauen. Ja, und ich muss wirklich sagen, wir haben uns ja eigentlich kennengelernt durch einen Hangout eigentlich, bei deinem Hangout. Mhm. Ohne Witz, ich war drinnen und ich habe mir gedacht, okay. Was sind das für Idioten, ne? Wahrscheinlich nur am Saufen gewesen. Ja. Oh, das war schon eine schöne Zeit. Noch eine Minute St. Patrick's Day und dann müssen wir aufhören zu saufen. Scheiße, ne? Damit auch jetzt kommt, kippt alles rein, was geht, noch eine Minute und dann ist Feierabend. Ein Format, das heißt Breakout in YouTube und das haben wir jetzt seit Februar aufgezogen und machen jede Woche ein Sketch oder ein entsprechend lustigen Beitrag. Und mir kommt das so vor, als wenn ich das Jahr 2014 überhaupt nicht richtig, also 2013 kann ich mich noch gut erinnern, aber 2014, was ist 2014 eigentlich passiert? Ich weiß es gar nicht. Ja, weiß ich auch nicht so viel. Das ist irgendwie krass, das ist echt Wahnsinn. Aber man muss das zu schätzen wissen. Und auch gerade so jetzt, wie wir jetzt hier sitzen, das ist was viele gar nicht haben. Also so YouTuber, die irgendwo aus der Pampa kommen, die sich mit anderen Leuten gar nicht richtig connecten können. Also als Berliner oder Münchner ist es ja relativ einfach. Ich stelle mir das echt schwierig vor, wenn kommst. Ja, aber ich sag mal so, wir sind einfach in der Szene mit drin. Ja, aber es gibt viele, die haben das, die können, die haben nicht die Möglichkeit. Ich sag mal so, nichts ist unmöglich. Toyota. Product Placement. Genau. Ja, Zaster. Wo müssen die Kohlen ja herkommen? Ich auch schon mal abkassiert, weil wir ja, wir werden abkassiert. Zusammen oder getrennt? Ja, zusammen. Ich wurde eben eingeladen, ja? Danke, Steve, für den Kaffee. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich noch was gegessen. Schau mal, da kommt der Schnorrer aus dem raus. Ich bin man kann mir ja viel nachsagen, ja, aber ich bin kein Schnorrer. Ja? Ja, aber jetzt haben wir es gebannt. Sozusagen, ich kann immer jedes Mal, wenn ich dich treffe, hey, schau mal dein Video an von letztes Mal. Ja. Da habe ich den verstanden. Warte mal, ich gebe dir gleich das Geld und dann lass mich in Ruhe. Ja, aber ich sag mal so, YouTube hat uns wirklich geprägt, wenn man so sagen darf. Wir haben Höhen und Tiefen miterlebt von anderen, sowie auch von uns selbst. Und ich sag mal so, ja, ich glaube, man kann sowas nicht mehr wegdenken. Ne?
Weil man mal denkt, was wäre, wenn es ohne YouTube wäre. Bei mir ist immer so ganz krass, ich glaube, der eine oder andere kennt das sogar. Wenn ich inaktiv bin, habe ich immer das Gefühl, ich entferne mich immer weiter weg von der Community. Und das ist so, das will ich ja nicht. Ja, aber ich sag mal so, es gibt auch ein Leben nach YouTube. Kann ja auch sein. Ach, nee. Aber was ich auf jeden Fall mal machen möchte, ist ein bisschen mehr hinter der Kamera probieren, was zu machen. Producer. Ja, Producer. Berlin ist ja eine große Stadt und ich kenne viele YouTuber, die einfach ein bisschen mehr Unterstützung brauchen. Und ich habe auch gesagt, wenn das da nicht funktioniert, ich habe in den letzten Jahren schon überall in Berlin gearbeitet, dann will ich mich irgendwie neu orientieren, weil ich habe echt keinen Bock mehr, hier alle Läden in Berlin abzuklappern. Und so Medien, das wäre nochmal sowas für mich. Und du hast es tatsächlich geschafft, ne? Steve verdient ja mehr oder weniger durch YouTube seinen Lebensunterhalt. So ja, mehr nicht, oder? Ja, aber nicht als Creator, sondern als jemand, der koordiniert. Aber wie schafft man das? Also wenn jetzt da guckt jetzt jemand zu und denkt sich, oh ja, das will ich auch machen. Ich will jetzt auch mit YouTube mein Geld verdienen. Was hast du nur gemacht? Ich habe einfach gemacht eigentlich. einfach machen. Nein, ich weiß es nicht. Sag mal so, ich habe Spaß daran. Ich bin sowieso ein Social Media Mensch. Vor ein paar Tagen wurde ich jetzt als Social Media Experte betitelt. Okay. Und somit denke ich mal, mein Gott, es muss einem liegen. Wenn man wirklich, wir machen ja viele Aspekte von Social Media, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Man muss sich halt da mit der Thematik auch sowohl auch im Privaten beschäftigen damit. Ich könnte jetzt so viel jetzt erzählen und der Vlog würde endlang sein, deswegen... Ist ja sowieso schon. Ja, würde ich nur sagen, jeder soll sein Ding machen, egal ob es Künstler, Sportler, vielleicht entwickelt sich diesbezüglich was. Vielleicht hast du irgendwann eine geile Rezeptur, wo man sagen kann, das kennt nur ScoomTV. Vielleicht falle ich morgen tot um und dann ist das sowieso alles hinfällig. Man weiß ja nie, was passiert, ne? Wie das Leben halt so spielt. Ne? Aber was wir jetzt heute bei diesem Vlog gelernt haben, sag ich mal, man muss... immer zurückblicken, wie die Zeiten waren und man muss auch vorblicken. Man muss schauen, was für Optionen man im Leben hat. Man lebt nur einmal, man muss schon mal alles ausprobiert haben. Und vor allem die Leute und die ganze Zeit, die man hatte, egal ob die jetzt gut oder schlecht ist, auf jeden Fall zu schätzen wissen. Deswegen sage ich zum Beispiel, ich bin Mensch, ich sage nicht, ich bereue irgendwas, sage ich nicht. Ich würde nicht sagen, den Fehler, den ich da gemacht habe, den bereue ich, sondern man lernt ja auch daraus. Aber das ist ein Thema fürs andere Video, das wird wieder viel zu philosophisch. Wünsche dir eine schöne Heimreise, genau. Dann kommt ihr jetzt hier zu einem Video von Steve. Was machen wir dann? Keine Ahnung. Keine Ahnung, genau. Und hier zu meinem letzten Vlog. Abonnieren, Social Media Links, Videobeschreibung, wisst Bescheid. Und dann verabschieden wir uns aus Berlin und wir sehen uns nächste Woche im neuen Video wieder. Bis dahin, macht's gut und bleibt sauber, Leute. Peace.